Zur Stärkemeldung durchziehen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sehen unsere Rotenberger Fahne in Farben Rot, Weiß und Grün. Rot aus Liebe zu Rodenberg, Weiß Rodenberg zu Ehre und Grün in Hoffnung auf Rodenberg. Guten Tag, Bürger und Schützen der Stadt Rodenberg! Guten Tag, Herr Oberst! Liebe Freunde des Rodenberger Bürgerschützenfestes, ich begrüße Sie als Schützenoberst der Stadt Rodenberg. Unser geliebtes Bürgerfest können wir in diesem Jahr leider nicht durchführen. Allerdings haben wir uns seitens des Schützenkomitees gemeinsam mit unserem Fahnenbegleiter Sascha Grotjan und seinem Bruder Kai Gedanken gemacht und so einiges auf die Beine gestellt. Ich übergebe jetzt an unseren Bürgerschützenhauptmann Karl-Ulrich Herbold. Liebe Mitbürger, Männer des Bürgerschützenbataillons, ich freue mich, als amtierender Bürgerschützenhauptmann einige Worte an Sie richten zu dürfen. In diesem Jahr ist es uns leider nicht vergönnt, auf dem Amtsplatz anzutreten und unsere Fahne durch die wunderschön, wie immer wunderschön geschmückte Stadt ins Festzelt zu tragen. Dennoch sind wir in den nächsten 3 Tagen gedanklich immer bei unserem unvergleichlich schönen Heimatfest. Auch das Band der Gemeinschaft kann die Pandemie Corona nicht trennen. Als Hauptverantwortlicher für das Bürgerschützenfest, sogenannter Komiteeältester, tut es mir natürlich in der Seele weh, dass wir dieses Jahr kein Bürgerschützenfest feiern können. Insbesondere, da wir dieses Jahr mit dem Termin das erste Mal außerhalb der Ferien seit vielen Jahren liegen würden, tut es mir leid, dass wir kein Kinderfest feiern können. Nichtsdestotrotz haben wir einen Kinderfest-Pin entwickelt und wir würden uns freuen, wenn viele Bürger den sich entsprechend anheften würden. Wir haben noch 2 Sachen zu sagen. Erstens, bleiben Sie gesund. Und zweitens, lassen Sie sich überraschen. Und jetzt ein dreifaches Hori, Do, Hori, Do, Hori, Do, Do, Do. Do.